Hallo alle zusammen, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Falls nicht, dann auf diesem Weg schnell gute Besserung. Heute geht es darum, ich möchte euch von meiner Blinddarmoperation erzählen. Ich wäre an dieser Scheiße fast krepiert, weil ich kurz vor knapp also bei einem, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Oh Mann, das wird wieder ein lustiges Video. Kurz vor einem Blinddarmdurchbruch stand. Auf Latein Appendix. Und zwar, ich war dann vielleicht gerade mal 10 Jahre alt und ich hatte halt Bauchschmerzen, ich hatte Fieber. Und Erbrechen. Die Bauchschmerzen wurden dann allerdings schlimmer statt besser, so dass mich meine Mutter dann, also das fing montags an, Samstag hat sie mich dann geschnappt und in ein Krankenhaus gebracht und dann hat der Arzt halt auf meinen Bauch rumgedrückt und auch da, wo die Stelle vom Blinddarm ist. Und da habe ich dann halt gebrüllt. Und er hat gemeint, sehr gut, dass Sie mit Ihrem Kind gekommen sind. Wir machen jetzt eine sofortige Notoperation, weil steht kurz vor knapp vor einem Blinddarmdurchbruch. Zur damaligen Zeit war es wirklich noch so, dass du hättest daran sterben können. Mittlerweile ist es so, dass es nicht mehr so ist, weil es halt da jetzt halt Mittel und Wege gibt, dass du halt nicht mehr daran stirbst. Was genau, weiß ich nicht, aber ja, ist halt so. Damals war der Schnitt noch bestimmt so groß und heute mittlerweile ist er auf so klein geschrumpft. Ja, also ich weiß nicht, wie lange die Operation gedauert hat, das weiß ich nun nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich halt nach dem Aufwachen sehr durstig war. Man hat da nicht gleich was zum Trinken bekommen. Warum? Keine Ahnung. Man war halt am Tropf angeschlossen, da sind dann Schmerzmittel durchgelaufen und eben auch Flüssigkeit, aber von der Flüssigkeit hast du nichts gemerkt, nur dass du trotzdem Durst. Und das Schmerzmittel, das war glaube ich Paracetamol und das hat bei mir nicht so doll angeschlagen. Also wenn sie mir nichts gegeben hätten, glaube ich, wäre es genauso gewesen. Also gut, naja, das ist jetzt übertrieben dargestellt, aber es hat halt nicht die Wirkung getan, die ich erwartet habe. Sagen wir es mal so. Ja, dann am zweiten Tag, ja, ne, am zweiten Tag solltest du gleich aufstehen. Habe ich probiert. Also das waren auch Wahnsinnsschmerzen, ist klar, nach einer OP. Ich bin dann aufgestanden. Dann habe ich voll den Drehwurm gehabt, voll den Schwindelanfall. Also wieder am Bett hinsetzen. Dann hat es mir eine Schüssel gebracht, dass ich mich wenigstens waschen konnte. Und Zähne putzen halt eben. Und es ist echt, also das Beschissenste daran ist, wenn du nicht aufstehen kannst, weil dir schwummrig wird und weil du halt eiche Schmerzen hast, das mit dem Toilettengang. Weil, Achtung, jetzt kommst du, musst dann auf die Bettpfanne. Ist nicht schön, weil unter Umständen könnte die ziemlich kühl an dem Popöchen sein, sag ich mal. Ja? Ist halt, kommt immer drauf an. Ich sag mal so, bei mir Pipi machen ging, aber mein großes Geschäft, no way. Vergesst es, Leute, das ging nicht. Ich konnte nicht auf der Bettpfanne mein großes Geschäft verrichten. Nein. Ja, dann habe ich das halt, also ich hatte sowieso nicht den Drang, dass ich ungefähr musste oder so. Und dann musste ich tatsächlich und dann konnte ich aber schon wieder aufstehen, aber nicht ohne, ja, nicht ohne die Schwester und bla. Und ja, ich habe es halt dann heimlich gemacht. Ich habe es auch geschafft und kurz bevor ich bei meinem Bett war und mich wieder reinlegen konnte, kam die Schwester, weil Bettnachbarin geklingelt hat. Naja, und dann gab es halt ein bisschen Donnerwetter und aber ich sagte, naja, ich musste halt ganz dringend, hätte ich ins Bett machen sollen. Also das wäre mir doch dann ziemlich unangenehm gewesen. Und wenn es dann
Ja, drückt, sag ich mal, dann könnte es unter Umständen schnell gehen, dass man dann auf Toilette muss. Und ja, die Schwestern, die sind ja auch nicht immer, ja, ist gut, nein, 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 nein. Die Schwestern, die sind ja auch nicht nur für dich abgestellt oder so. Die haben ja noch andere Patienten auch. Mach mal Platz, komm, mach mal Platz. Mach Platz, komm, ja. Ja, die Schwestern sind ja nicht nur für dich abgestellt, sondern die haben ja auch noch andere Patienten, wo sie sich drum kümmern müssen. Und ja, also das war meine Blinddarm-OP. Und ja, mittlerweile ist es, wie gesagt, nicht mehr so tragisch. Schieb deinen Arsch rum, nicht mehr so tragisch. Wie gesagt, der Schnitt ist ja mittlerweile so klein. Bei mir war er so. Ja. Und das war meine Geschichte dazu. Vielleicht war es für den einen oder anderen ganz interessant. Und ja, achso, die Dauer, wo ich im Krankenhaus war, waren zur damaligen Zeit, also ich war 10 Jahre alt, mittlerweile bin ich 42. Das waren fast 2 Wochen, wo ich im Krankenhaus war. Und mittlerweile wirst du nach 5 Tagen rausgeschmissen. Wirklich rausgeschmissen. Wo man bei einer anderen OP denkt, ich würde lieber gerne noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Ich habe noch Wahnsinnsschmerzen und ich möchte freiwillig drin bleiben noch. Ja? Also nein, die schmeißen dich raus. Und nach ein paar Tage später, darf der wieder ins Krankenhaus. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Jo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.